Ja, Leute, und damit. Oh Encounters as Gottes. part of a cohesive team. Ja, ich weiß, was Clanbattles sind. Texte mich bitte nicht zu. Ja, ne? Ich bin ab sofort Schremmi EU. Schremmi EU West. Wie Klassiker, ne? Auf jeden Fall, es geht heute um den Carrier-Test. Ich hab's euch versprochen, ich schulde es euch auch noch. Ich will es mir auch selber auf jeden Fall angucken und bin sehr, sehr gespannt. Und ich würde mal sagen, ich glaube, das Spiel ist auf maximaler Lautstärke. Jep. Oh, meine Ohren. Viel besser. Viel, viel besser. So. Also, Carrier-Test. Ja, was haben wir denn hier? Also, die netten Mitarbeiter von Wargaming haben einen Artikel veröffentlicht. Und zwar, im Laufe der letzten Jahre hat die Community auf mehreren Problemen mit der Interaktion zwischen Flugzeugträgern und Überwasserschiffen aufmerksam gemacht. So kann man es natürlich auch formulieren. Deren Behebung wir uns nun gewidmet haben. Nach einem ausführlichen Brainstorming und ersten Test können wir nun ein Konzept präsentieren, das wir zuvor von Spielern testen lassen haben, um ihr Feedback einzuholen. Und genau, da wurde ein geschlossener Test im Dezember abgeführt. Und ja, was sollen sie lösen? Also, Flugzeugträger können immer wieder stetig Aufklärung bieten, was großen Einfluss auf den Gefechtsverlauf für Überwasserschiffe haben kann. Ist ja mal so, ne, das Problem. Flugabwehr. Sie scheinen bei Überwasserschiffen nicht schlagkräftig genug und bei Flugzeugträgern aber relativ stark. Stimmt schon, es gibt wenige Überwasserschiffe, die auf jeden Fall relativ, ich nenne es mal, immun gegen Carrier-Angriffe sind. Meistens dann auch nur mit Fähigkeiten halt wie Death AA oder halt sich heißen Haaland oder sowas. Also, und selbst halt dann, nicht immer, nur wenn sie oft die Death AA haben. Also, das stimmt schon, man kann sich nie hundertprozentig, man kann schon ausweichen. Also, ich bin ehrlich, ich spiele ja selber vier Carrier, ich spiele auch selber vier gegen Carrier und ich komme mit Carriern meistens ganz gut klar, aber auch mir versauen sie natürlich oft die Runden, weil man eben manchmal dann doch nichts machen kann, vor allem mit Schiffen wie eben Schliefen oder Yamato, die halt groß sind, langsam und eben halt einfach nicht ausweichen können. Es kann äußerst frustrierend sein, im Visier eines Flugzeugträgers zu landen, besonders dann, wenn die eine Flugabwehr als wirkungslos empfunden wird. Das mache ich ja auch gerne. Also, wenn da eine Yamato ist oder ein Kuhfürst. Refarm, geil. Wir wollen die Aufklärung insgesamt verringern und zu einem bewussten Wahl machen, die ihren Preis hat, selbst wenn Spieler nur Zeit investieren und Flugzeuge riskieren müssen. Unabsichtige Aufklärung wollen wir unterbieten. Das sieht er sehr oft. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Effektivität der Flugabwehr zu steigern und gleichzeitig sicherzustellen, dass Flugzeuge im Gefecht eine sinnvolle Wahl bleiben. Okay. Also. Übrigens, das Ganze bezieht sich hier nicht auf Hybridschiffe. Das sei auch nochmal dahingestellt. So. Man erhält folgende Schiffe, wenn man sich denn im Test, abgesehen von den ganzen Einsern, ne, hier sieht man es gerade, halt einen DD, also Shima, so ein Standard-DD, Zao, ungefähr normalen schweren Kreuzern, Yamato, ein Schlachtschiff, was sehr unter den Schiffen gelitten hat, halt, ne, natürlich ein Carrier, bei den Amerikanern das gleiche, da ein leichter Kreuzer und halt auch ein Schlachtschiff, Mont hat aber eine ganz ordentliche Flugabwehr, natürlich hat sie trotzdem auch Probleme. Auch hier ein Standard-DD, dann hat man auch noch deutsche Schiffe hier, Schlieffen, Kuhfürst, aber auch keinen deutschen Carrier, weil er scheiße ist. Z und Hindenburg und hier noch zwei britische Schiffe und eine Venezia, die halt auch, ich finde die Wahl sehr interessant. Wir haben hier einen, vor allem ich finde es lustig, ich glaube, das haben sie ein bisschen geswappt, weil auf der Seite steht nämlich nur, dass er nur als Kreuzer Wuster und Zao kriegen würde, als Zerstörer halt Shima, Z und Daring, als Schlachtschiffe eben, ne, Yamato, Kuhfürst und Monte. Und nichts von Venezia. Ja. Und auch nichts von Schliefen. War wahrscheinlich ein bisschen mehr Auswahl vonnöten. Ich bin gerade aber ein bisschen verwirrt, weil alle werden doch jetzt Carrier spielen. Ich will jetzt auch Carrier spielen. Oh, geil, ich habe 5 Millionen Credits. Aber keine. Ja, da haben sie die Preise ein bisschen teurer gemacht für 500 Millionen Credits für die Superschiffe. Das sieht so komisch aus. Ich finde es auch wild, dass sie die hier auch. Man soll keine weiteren Schiffe haben. Okay, ich verstehe es. Fahren wir doch einfach mal Carrier, ne? Fahren wir doch einfach mal Midway. Ich rüste die Liebe nur mal ganz kurz aus.
Bin auch hier mal kurz sehr interessiert, ob es hier neue Module gibt, aber tatsächlich nicht. Nee, bisher also sehe ich da nichts Neues. Oder haben die neue Effekte bekommen? Flight Control, Aircraft Preparation Time? Nö. Das ist auch zum Beispiel Standard. Stimmt, ja! Ich will doch zu den Changes kommen, da war ich ja noch nicht. Oh Gott. Deswegen ist auch keine Richthofen drin. Okay, also. Alle Spieler, die mindestens einen Flash mit Testserver spielen, erhalten 100 Dublonen und 750 Kohle. Woo! Außerdem verlosen wir die Schiffe Enterprise und Musashi. Habe ich beide schon. Und... genau. Spiel 10 Zufallsgefechte mit Zerstörern, Kreuz an der Schlachtschiff, um an der Verlosung der Musashi teilzunehmen. Ah. Und Spiel 10 Zufallsgefechte mit Flugzeugträger, um an der Verlosung der Enterprise teilzunehmen. Der Test läuft übrigens auch bis zum 5. Änderungen an Flugzeugträgern. So. Jetzt kommt's. Momentan haben Träger einen Modus mit gleichbleibenden Regeln für Aufklärung, Angriff und so weiter. In dieser Version jedoch agieren Flugzeuge so wie in unserem zuerst angekündigten Konzept. Im Tief- oder Höhenflug. Der Höhenflug findet im Reisemodus statt. Im Tiefflug könnt ihr zwischen den Angriffs- und dem neuen Aufklärungsmodus wählen. Jeder Modus verfügt über bestimmte Merkmale und Einschränkungen. Okay, das ist ein bisschen anders. Also, der Höhenflug. Hallo, ich bin will im Spiel sein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich blende euch mal auch im Cutten das alles hier ein, was ich gerade vorlese. Könnt ihr es auch mitlesen. Genau. Flugzeuge können keine Gegner aufklären im Höhenflug. Höhenflug, Reisemodus. Flugzeuge können keine Gegner aufklären. Sie sehen vom Verbündeten aufgeklärte Gegner. Sie sehen von Trägern selbst aufgeklärte Gegner, also von eurem Schiff. Flugzeuge bewegen sich mit Höchstgeschwindigkeit. Sie können, also ne, hier, Aircraft, da, zack, 231 Knoten. Immer noch so schnell. Oh, wartet mal, bevor ich das hier vergesse. Geil, ich habe eine Torture Mission completed. Nein! Das sind so eine Anfänger-Dinger. Ja, weg. Danke. Das hier noch und das hier noch. Genau. Sie können durch Jäger beschädigt werden. Sie können in den Angriffs- oder Aufklärungsmodus wechseln. Der Aufklärungsmodus lädt sich wieder auf. Aufklärungsmodus lädt sich wieder auf. Achso, im Reisemodus lädt sich der Aufklärungsmodus wieder auf. Okay. Tiefflug, der hat zwei Modi, den Angriffs- und den Aufklärungsmodus. Flugzeuge können Gegner aufklären im Angriffsmodus. Im Angriffsmodus, Flugzeug bewegen sich mit Reisegeschwindigkeit. Steht hier was mit Reisegeschwindigkeit? Nein, aber ich vermute mal, das sind 185 Knoten. Ha. Flugzeuge bewegen sich mit 30, sie können von Flugabwehr und Jägern angegriffen werden, während der ersten Sekunde im Sinkflug allein Flugzeuge verringerten Schaden. Sobald die Flugzeuge in den Sinkflug übergehen, beginnt ihr der Angriff automatisch. Okay. Okay, also. Höhenflug ist ja der Reisemodus. Tiefflug, wir werden das gleich wahrscheinlich im Bett sehen. Tiefflug, ich spiele natürlich noch. Tiefflug bedeutet dann also, da hat man Angriffs- oder Aufklärungsmodus. Aufklärungsmodus komme ich gleich zu. Im Angriffsmodus also, wenn ihr dann aus dem Höhenflug in den Tiefflug-Angriffsmodus rübergeht, das sind so tolle Bezeichnungen, dann werden wahrscheinlich die Flugzeuge, denn spottet ihr die ganze Zeit nicht. Ihr spottet ja im Reisemodus nicht. Wenn ihr in den Tiefflug übergeht, spottet ihr ja und eure Flugzeuge können von der AA angegriffen werden. Bedeutet, das finde ich ganz smart eigentlich, dass dann die Flugzeuge weniger Schaden erleiden, weil ihr wisst ja nicht, ob ihr jetzt gerade über eine Wooster oder sowas auf einmal aufploppt und dann, oh, tschüss, dann sind eure ganze Staffel weg. Finde ich ganz smart, aber sie gehen direkt in den Angriff über. Das ist interessant. Also übrigens, die Flugzeuge haben auch keinen Motorboost mehr. Weil, da muss man ja... okay. Boah, das könnte knifflig werden. Okay, machen wir mal weiter. Aufklärungsmodus. Wird über die Taste Q aktiviert. Kann im Reisemodus aktiviert werden. Die Dauer ist begrenzt. Das Aktivieren des Aufklärungsmodus reserviert eine bestimmte Zeitspanne. Okay, man ist dann halt im Aufklärungsmodus. Nach der ersten Aktivierung zählt der Timer herunter, solange ihr euch im Aufklärungsmodus befindet.
Ihr könnt in den Reisemodus zurück, sobald eure Aufklärungszeit verbraucht ist oder ihr Q drückt. Bei einer vorzeitigen Rückkehr in den Reise- oder Angriffsmodus geht die reservierte Zeit verloren. Flugzeuge können von Flugabwehr und Jägern angegriffen werden. Okay. Meine Frage wäre allerdings, kann ich nur vom Höhenflug in den Angriffsmodus übergehen, also vom Reisemodus in den Angriffsmodus, weil momentan steht mir das so aus. Oh Gott, das ist das vier Text. Ich lese jetzt mal kurz alles durch und fasse es euch dann zusammen. Okay, also, die haben jetzt mal den Reisemodus zusammengefasst. Kurz gesagt, früher war das ja so, also im geschlossenen Test, dass man im Reisemodus auch von der DEF-AA angegriffen werden kann. Das geht jetzt nicht mehr. Auch die haben andere Fähigkeiten rausgenommen. Die können, im Reisemodus können eure Flugzeuge wirklich nur noch von Jägern angegriffen werden. Beziehungsweise ihr könnt die Flugzeuge nur noch von Jägern angreifen lassen. Geht auch immer, ne? Die meisten von euch spielen, glaube ich, keine Carrier. So. Und jetzt, deswegen ist der Motorboost auch weg. Die Flugzeuge bewegen sich dort halt immer mit Vollspeed. Was sich in Bezug auf Schlachtflugzeuge, das heißt hier Attack Aircraft, ne, Schlachtflugzeuge mit den Raketen, sehr, sehr interessant finde, weil die sind ja immer sehr schnell, aber sie waren halt nur sehr kurz, sehr schnell, aufgrund des Starts, also aufgrund des Motorboosts, der sehr schnell verbraucht war. Die haben jetzt immer Topspeed im Reisemodus, aber nur im Reisemodus. Jedes Flugzeug hat im Reisemodus Topspeed. Das finde ich dahingehend sehr interessant auf jeden Fall. So, allerdings könnt ihr eben nicht mehr spotten in diesem Reisemodus und ihr könnt ja nicht wirklich angreifen, ihr müsst dann in den Angriffsmodus rübergehen. Bedeutet, eure Mates müssen die Schiffe spotten, dann geht ihr in den Angriffsmodus aus dem Reisemodus runter und könnt die Schiffe angreifen. Die Überwasserschiffe können Flugzeuge im Reisemodus auch spotten, also die sehen schon, wenn da eine Staffel ankommt. Aber wenn ihr selbst nicht offen seid, dann wisst ihr allerdings, dass ihr nicht angegriffen werdet, wahrscheinlich. Ich sehe allerdings folgendes Problem. Früher konnten Flugzeuge eben halt auch beim Weg zum Schiff ja angegriffen werden. Das geht jetzt nicht mehr. Klar, sie spotten nicht mehr, also außer Jäger, aber ne. Klar, sie spotten nicht mehr auf dem Weg dahin. Allerdings verlieren sie halt trotzdem einen anderen Nachteil, dass sie eben nicht mehr angegriffen werden können. Das bedeutet, ihr müsst Schiffe nicht mehr unbedingt separiert angreifen. Interessant. So, da bin ich jetzt gleich auf jeden Fall gespannt. Ich lese jetzt noch was für den Angriffsmodus durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das ist interessant. Also, im Angriffsmodus, immer noch, man kann angreifen, linke Maustaste, ab geht's. Der Sinkflug, während, das sind halt diese paar Sekunden, während, ne, Reise in den Tiefflug rübergehen, da könnt ihr nicht angreifen. Es geht nicht, weil ansonsten, das war nämlich das, was ich mir dachte. Man kann die Flugabwehr ziemlich gut umgehen und halt direkt runtergehen. Trotzdem, ihr habt ein paar Sekunden, in denen ihr nicht angreifen könnt. Das wird aber, glaube ich, echt knifflig, da Schiffe zu treffen. Sie haben aber folgenden Punkt auch reingemacht. Und zwar, dass die Carrier jetzt sich besser bewegen können während diesem Angriffsflugmodus. Früher war das, beziehungsweise momentan ist es ja noch so, war das ja so, ihr habt einen Angriff gestartet und eure Flugzeuge wurden ein bisschen wie Steine. Das war sehr, sehr schwierig, die zu lenken und auch die Zielkreise spreaden sich extrem. Das passiert jetzt, glaube ich, nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das eine weitere interessante Sache ist, hier steht ja angreifende Fluggruppe 3. Size of Attack and Flight 3. Aircraft per Squadron sind allerdings 9. Bedeutet, wenn ihr in den Angriffsmodus übergeht, greift ihr mit diesen drei Flugzeugen an. Die restlichen 6 bleiben oben im Höhenflugmodus und können nur von Jägern angegriffen werden. Bedeutet, wenn er mit diesen Angriffsflugzeugen angreift und eins abgeschossen wird, wird es nicht ersetzt. Das war ja bisher so. Ihr habt mit der gesamten Staffel angegriffen. Diese wurde dann, wenn er ein Flugzeug abgeschossen hat, wurde es ersetzt. Das passiert jetzt nicht mehr. Bedeutet halt wirklich, abgesehen bei solchen Charakteren wie Nucky, da war das ja wirklich so, wenn ihr ein Flugzeug abgeschossen habt, habt ihr weniger Schaden erlitten. Jetzt passiert es aber auch bei jedem anderen Carrier. Nucky hat immer mit allen auf einmal angegriffen. Ne? Ich bin sowieso sehr gespannt, wie sie das mit den russen Carriern machen, weil da greifen ja alle an. Und auch die Supercarrier, wie sie die Geschichte machen, weil wenn die Jets die ganze Zeit mit Topspeed über die Karte brettern, da bin ich sehr gespannt. Mal gucken, wie sie es machen, ne? Und ja. Also deswegen, und es werden immer die Flugzeuge zum Angriff geschickt, die meiste TP haben. Ist ja klar. Faszinierend. Und auch hier könnt ihr halt F drücken, um euch zurückzuziehen. Mit allen Flugzeugen, nicht nur mit der Angriffsgruppe. Okay, lese ich mir auch noch was zum Aufklärungsmodus durch.
Oh, das ist cool. Okay. Der Aufklärungsmodus gefällt mir. Weil, okay, nice. Funktioniert folgendermaßen. Also, ihr könnt aus dem Reisemodus in den Aufklärungsmodus gehen. So, das ist dann mehr oder weniger der Modus, den momentan die Carrier haben. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob es die ganze Staffel ist, aber ich glaube ja. So, wenn man den Aufklärungsmodus ein passendes Ziel entdeckt hat, kann man die Vorbereitung überspringen und direkt zum Angriff übergehen. Also dieser Sinkflug entfällt dann. Ihr habt auch im Aufklärungsmodus einen Sinkflug, ne? So, bedeutet, ihr greift dann an. Allerdings verstehe ich das dann richtig, dass die gesamte Staffel von der Flugabwehr dann angegriffen wird. Bedeutet allerdings, ihr habt mehr oder weniger den momentanen Modus. Ich glaube aber nicht, dass die Flugzeuge während dem Angriffsrun ersetzt werden. Also trotzdem verliert ihr sehr, ihr könnt sehr viele Flugzeuge dabei verlieren. Dieser Aufklärungsmodus ist allerdings an einen Timer gebunden. Also, ihr habt nur insgesamt 60 Sekunden immer, die ihr in diesem Aufklärungsmodus verbringen könnt. Wenn ihr ihn startet, reserviert ihr sofort 30 Sekunden. Das ist später wichtig. Ihr habt immer 30 Sekunden, die ihr reserviert, die ihr nutzen könnt. Aber sobald ihr angreift oder in den Reisemodus wieder zurückkehrt, entfallen diese 60 Sekunden, entfallen diese 30 Sekunden. Wenn der Timer auf 0 fährt, fliegt ihr wieder zurück. Jede Dauer im Reisemodus, also 2,5 Sekunden, die man im Reisemodus verbringt, regeneriert eine Sekunde für den Aufklärungsmodus. Und also so funktioniert das. Bedeutet, dass wenn ihr diesen 30 Sekunden Angriff startet, verfallen die. Und dann kehren eure Flugzeuge auch wieder zurück. Okay, ja, jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr lustigen Sache. Die Carrier haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da kommt jetzt nämlich ein Punkt. Okay. Okay. Ihr habt jetzt nämlich auch, das war's mit den Flugzeugen übrigens, ihr habt jetzt nämlich auch eine manuelle Steuerung für die Sekundär, also beziehungsweise eben dann nicht mehr Secondary. Ihr habt jetzt hier mit der lieben Midway, schade, dass kein Richthofen gerade drin ist, habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese Geschütze manuell schießen zu lassen. Ihr könnt sie manuell steuern und manuell Gegner angreifen mit einer Reichweite von 15,6 Kilometern. Vor allem sind 1827 mm ganz. Das ist witzig. Also ihr könnt sie leider ja nicht alle auf ein Ziel richten, weil ne, da ist so ein kleines Schiff dazwischen. Aber trotzdem bedeutet halt, dass Zerstörer wesentlich schwieriger haben, euch einfach runterzugunnen, weil ihr jetzt die Geschütze selber benutzen könnt. Ihr könnt selber schießen. Hat aber auch einen Nachteil, ihr geht dann meiner Meinung nach, müsstet ihr auf der Max-Range dann aufgehen. Halt diese 15,6 Kilometer. Das Ding hat zwar eh einen Target von 15,4 Kilometer gerade, aber das, ne, obwohl, noch habe ich sie nicht geskillt, aber es wird ja auch so bleiben. Also so schlimm ist es dann doch nicht, aber dennoch. Sie geht, also lustig. Keine Sorge, wenn ihr die Flugzeuge fliegt, ist das wieder wie eine Secondary, auch mit der Reichweite einer Secondary. Dann ist es von der KI halt gesteuert. Und ist halt dann auch wesentlich unpräziser. Dann ist es wie früher. Finde ich sehr, sehr witzig. Wenn euer Carrier eine gemischte Secondary habt, steuert ihr das Geschütz mit dem höchsten Kaliber. Und die anderen sind dann wie auch eine Secondary. Immer. Sehr, sehr funny an der Stelle. Sehr, sehr funny. An den Überwasserschiffen haben sie übrigens auch noch etwas geändert. Und zwar folgendes: Manuelle Flugabwehr betrifft halt nur Flugzeuge im Tiefflug, deckt den gesamten Flugabwehrbereich rund ums Schiff ab, reaktive Verwendung verursacht innerhalb der Reichweite der Flugabwehr sind einen Schaden, der sich proportional zu der TP der Staffel verhält. Verstehe gerade nicht ganz, was. Okay, wait a minute. Ich muss lesen, lesen, lesen und euch diese Informationen weiterleiten. Ich lese mal erstmal die Sachen hier vor und blende das auch wieder ein. Also, aktualisiertes defensives Flugabwehrfeuer betrifft nur Flugzeuge im Tiefflug. Präventive Verwendung vergrößert die Reichweite der Flugabwehr eines Schiffes auf 7 Kilometer. Was? Erhöht den Flugabwehrschaden, wird das Auswasser reaktiviert, bevor die Flugzeuge in der vergrößerten Reichweite der Flugabwehr eindringen können, können sie keine Schiffe oder Flugzeuge aufklären. Aha. Setzt den Fortschritt für automatische Flugabwehr auf 50%.
Automatische Flugabwehr betrifft nur Flugzeuge im Tiefflug. Fortschritt steigt passiv an, während eure Flugabwehrflugzeug Schaden zufügt. Wird automatisch aktiviert. Funktioniert für einen längeren Zeitraum. Erhält den Flugabwehrschaden. Erhält den von manueller Flugabwehr verursachter Schaden. Verringert die Abklingzeit der manuellen Flugabwehr. Was zum Geier ist die manuelle Flugabwehr? Okay, wie in der aktuellen Implementierung kann die manuelle Flugabwehr per Tastendruck aktiviert werden. Ach so, das ist die Sektorpriorisierung. Ah. Allerdings wird kein Sektor mehr abgedeckt, sondern der gesamte Flugabwehrbereich rund ums Schiff. Deswegen wird die als manuelle Flugabwehr bezeichnet. Ich verstehe. Und okay, bedeutet die Flugabwehr, also die Flugabwehr verhindert denn, dass ihr okay, mit der DEF-AA könnt ihr jetzt Flugzeuge am Aufklären verhindern. Ich verstehe. Bedeutet halt, alle Schiffe mit FAA können halt Flugzeuge daran hindern, aufzuklären. Das ist ja sehr, sehr cool. Auf jeden Fall auch interessant an der Stelle. Gucken wir mal, was sie noch haben. Automatische Flugabwehr. Und genau, es kann extrem frustrierend sein, über längere Zeit von Flugzeugen angegriffen zu werden. Ja, das ist ja dieser Punkt. Damit Carrier nicht mehr die ganze Zeit auf ein Ziel gehen, Stück für Stück, gibt es jetzt ein weiteres Mittel. Während ihr mit eurer AA auf gegnerische Flugzeuge schießt, füllt sich so gesehen ein Fortschrittsbalken aus, ähnlich wie bei F-Skills, bei Superschiffen und sowas. Und, oder bei auch mittlerweile normalen Schiffen, aber egal. Dieser Fortschritt ist nicht zeitlich begrenzt und verfällt nicht, wenn eure Flugabwehrbewaffnung für einen gewissen Zeitraum keine Schüsse auf gegnerische Flugzeuge abgibt. Sehr cool. Sobald ihr halt 100% erreicht, wird automatisch ein passiver Bonus aktiviert, es sei denn, eure Flugabwehr ist abgeschaltet. Der Effekt dauert mehrere Minuten und wird auch dann nicht zurückgesetzt, wenn ihr eure Flugabwehr abgeschaltet habt. Er gewährt folgenden Effekt: Bonus auf den Flugabwehrschaden, Bonus auf manuellen Flugabwehr verursachten Schaden, Verringerung der Abklingzeit der manuellen Flugabwehr. Okay, das ist cool. Aktualisierte DEF-AA. Genau, also, sobald ihr DEF-AA aktiviert, erhöht sich die Reichweite eurer Flugabwehr auf 7 Kilometer bei sämtlichen Schiffen. Also, ne? Ja genau, und so wie natürlich der Damage. So, zusätzlich verändert es die Aufklärung durch Flugzeuge vollständig. Allerdings sollte DEF-AA präventiv und nicht reaktiv eingesetzt werden, denn der Effekt wirkt sich nur auf gegnerische Flugzeuge aus, die erst in der Reichweite der Flugabwehr gelangen, wenn das Versorgungsterrain schon aktiv ist. Okay, vom Effekt betroffene Flugzeuge können selbst kein Schiff oder Flugzeuge aufklären, sehen aber weiterhin von Verbündeten aufgeklärte Schiffe, sowie Geschossspuren und Flugabwehrexplosionen. Der Effekt endet erst, wenn sie den Höhenflug oder zum Träger zurückkehren. Außerdem führt sich die Fortschrittsleistung für automatische Flugabwehr bis zur Hälfte, wenn ihr DEF-AA aktiviert. Wir haben die Grenze bei der Hälfte gesetzt, damit Spieler mit DEF-AA nicht permanent Zugang zur automatischen Flugabwehr haben. Okay, ich verstehe. Ja, durch besonders grafische Effekte wird verdeutlicht, dass die DEF-AA aktiv ist. Faszinierend. Jetzt habe ich erstmal 10 Jahre lang gelesen. Ich werde ordentlich cutten, aber ne, dafür bin ich auch da. Oh ja, ökonomische Booster. Komm, oh ja, hier, rein damit. Yay, yeah, give it to me. Ja, wir haben eine ganz tolle Mission erfüllt. Okay. Coole Sache. Ah, komm, hier, machen wir noch was Schönes Äußeres. Was haben wir denn hier? Was sind das für Tarnungen? Wie viel kosten die? Oh Gott, nee, das sieht echt schrecklich aus. Oh ja, das hier sieht doch sexy aus. Let's go. Ist auch ganz wichtig hier. Ja, ja. Nicht, ist ja nicht so, dass ihr irgendwie eine Runde mal sehen wollt, endlich. Und deswegen würde ich mal sagen, rauf. Oh. Oh, 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 oh. Das wäre böse geworden. Aircraft Preparation Time. Ja, sehr gerne. Squadron Speed. Ah, oh, why not, ne? Warte mal, das ist hier nur gewesen, ne? Ja. Das hier noch, das hier noch, das hier noch. Oh, ich bin ehrlich, ich bin ja eigentlich bei der Midway, bin ich so ein Torpedobomber. Und High-Bomber-Mensch. Das Ding ist nur. Dass ich. Diese Skillung da jetzt gerade nicht mag. Dann machen wir das so rum. Da wird sich eh einiges ändern, wegen dem fehlenden Motorboost.
Ja, mal gucken. Oh, wer hätte es gedacht? 10 Carrier sind in der Queue. Wir sehen uns, wenn die Runde startet, ne? Ja, ich weiß wie. Obwohl, na, mal gucken, ob ich weiß, wie es funktioniert. Was haben wir denn? Wer hätte es denn gedacht? Sehr viele Bots sind dabei. Drei normale Spieler. Boah, Asia, was? Als ob Asia-Spieler auf den. Das wird dann. Ist das ein Worldwide? Was habe ich für ein Ping auf der Geschichte? Ja, stimmt. Eins ist jetzt, oh Gottes Willen, eins hat jetzt die Geschütze. Das sieht so lustig aus. Okay, die nehmen wir mal ein bisschen größer. Danke. Das sieht so dumm aus. Guckt hier unten hin. Drrrt. Ich finde das so geil. Ich muss echt lachen. Es ist toll. Es ist einfach toll. Ich muss einen Schuss abgeben. Es geht nicht anders, Leute. Boah, die aimen aber schon mal schnell. Das macht mich glücklich. Ah, sitzt die Fetten? Ja, okay, gut. So, es lohnt ja nicht mal Flugzeuge. Ich bretter weh hier runter. Gott, ich glaube, ich muss das Ganze hier ein bisschen leiser auch machen. Dabei muss ich das ja gar nicht mehr tun. So, hier unten lädt gerade der Recon-Mode, lädt gerade auf. Oh, wir haben zwei Carrier. Upsala, tatsächlich. So, man muss jetzt echt smart sein. Ich bin detected, bedeutet, da ist auf jeden Fall der DD. Haben die. Hat die. Okay, da ist die Venezia auch. So, jetzt bin ich im Aufklärungsmodus. Ja, jetzt bin ich nämlich noch in der Flugabwehr. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob alle Flugzeuge Schaden kriegen. Ist das krass? Stimmt, und es greift halt wirklich nur einer an. Boah, die Raketen sind ja großartig geflogen. Okay, aber die Stoff hat keinen Schaden bekommen. Was mich jetzt interessiert ist. Nee, nee, kommt mal zurück, Jungs. Was mich jetzt interessiert ist nämlich Folgendes. Gilt der Aufklärungsmodus für alle Schiffe? Also, versteht ihr? Also, für alle Flugzeuge. Sie müssen hier dringend noch einen Timer hinpacken, dass ich sehe, wie viel ich habe und nicht so ein dummer Balken, weil das ist echt nicht so praktisch. Okay, aber das war der Aufklärungsmodus und das macht Carrier echt schlechter. Ah, oh, ne Mino, ey. Das war jetzt nicht so dolle. Das macht Carrier echt schlechter, dass da keine Flugzeuge ersetzt werden, weil ihr dann. Okay, der wird da so rausgetoppt, der Zerstörer. Oh Gott, da hat sich aber gerade kurz sehr komisch rumgebackt. Weil ihr halt. Weil die Flugzeuge, die halt angreifen und dabei abgeschossen werden, eben nicht mehr ersetzt werden. Das ist echt übel. Also, das ist wirklich, wirklich übel. Fliegen wir die Hakko kurz an. Obwohl, das sind Jäger. Jäger können mich ja auch im Aufklärungsmodus angreifen. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ja, das ist der Reisemodus. Traumhaft. Okay. Aber was ich jetzt gerade sehe, ist, der Aufklärungsmodus zählt auf jeden Fall, also zählt auf jeden Fall pro Staffel einzeln. Er zählt nicht pro Carrier, sage ich mal. Bedeutet also, dass jedes Flugzeug hat seine eigene Dauer für den Aufklärungsmodus. Und okay, gut. Ich finde das aber echt krass. Wirklich, ich finde das wirklich, wirklich krass. Ich freue mich, kein Kuh, was ich vorhin angegriffen habe. Mit den, dass die keine. Dass die Flugzeuge nicht mehr ersetzt werden. Jetzt kommt der Angriff. Hier. Jäger setzen zum Tanken. Ach, traumhaft. Traumhaft, sage ich nur dazu.
Ich bin damit Top-Bomber echt stark. Ich sag's, wie es ist. So, jetzt würde mich aber auch interessieren, wie wendig da nochmal die Flugzeuge dann wären. Ja, okay, es geht. Jetzt verstehe ich auch diese Balken hier unten. Ja, man hat die beiden Angriffsstaffeln und dann nochmal die drei halt normalen Flugzeuge. So, man kann übrigens, wenn es nötig ist, immer noch die Flugzeuge abbremsen. Okay. Okay. Das war jetzt auch gerade gut zu sehen. Das ist da durchaus auch. Ich will mal testen. Mal da. Die Venezia. Jetzt sind leider alle hinter den Inseln. Das ist so dumm mit dieser Secondary. Ja, so eine Bogenlampe, ne? Übrigens, wenn ich jetzt hier so manuell fahre, muss ich auch mein Verbrauchsmaterial manuell einsetzen. Also die, nicht die Bomber, also glücklicherweise nicht die U-Boot-Bomber, aber die, mein Gott, das Schadensbegrenzungsteam schon. Okay, gut, ich glaube nicht, dass das mit den Geschützen so viel bringt, auf jeden Fall. Hier waren mal Flugzeuge. Bin sehr, sehr. Okay, ich will jetzt nochmal testen, ob im Aufklärungsmodus. Geht da die gesamte Staffel runter oder geht da nur ein Flugzeug runter? Show me. Nee, okay, im Aufklärungsmodus geht echt nur ein Flugzeug runter. Oh Gott. Ah, das ist die FAA. Das ist die FAA von der ZAO sehr wahrscheinlich. Ja, genau, und deswegen spotte ich auch nicht. Und jetzt sieht man es nämlich, die FAA, ich kann nicht spotten. Ich kann hier einfach nur dumm rumfliegen. Das ist faszinierend. Jäger sind dran. Na, mal schauen, wie viel sie abschießen. Na gut, geht ja, ne? Jetzt habe ich aber auch keinen Aufklärungsmodus mehr. Bedeutet, jetzt muss ich gut raten, wo ungefähr die Schiffe sind. Okay, gut, aber sie sind wirklich schon derbe wendig. Boah, aber das macht die Sache echt schwer, wenn man keinen Spot mehr hat. Und der Gegner auch noch eine Death AA. Dann braucht man diese. Sagt schon hier noch ein bisschen was testen. Ich fahre jetzt nicht in den Tod. Dann braucht man wirklich diesen Aufklärungsmodus. Der ist dann echt, echt wertvoll. Weil ansonsten kriegt ihr nichts gespottet. Aber wenn halt dann auch noch die DevAA an ist, dann. Ja, ne? Seid ihr eh am Arsch halt einfach. Ihr habt dann ordentlich verkackt. Und halt wirklich, ich finde Torp-Bomber mit dem Heal, wenn sie den Heal haben. Oh. Boah. Ja, stimmt, die Zau hat jetzt ja wahrscheinlich eine sehr gute Flugabwehr. Weil die jetzt ja gerade ordentlich Damage gemacht hat. Weil ihr eben halt mit dem Heal auch sehr, sehr gut da dann nochmal gegenhalten könnt, eure drei Flugzeuge am Leben halten könnt. Weil egal, was ihr macht, ihr werdet seltenst jetzt nur noch mit drei Flugzeugen durchkommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, der Amy-Kreis ist so auf der Repo. Mal schauen, ob das jetzt auch was wird, so. Ja, doch. Okay, also die Anzeige stimmt. Das war knapp. Ah, okay, trotzdem nur zwei. Oh, schieß. Ach, schön in die Aufbauten. Ja, 3000 Schaden. Und die ZAO hat jetzt wahrscheinlich automatische Flugabwehr jetzt schon an. Während dieser Zeit jetzt hier gerade kriegen meine Flugzeuge halt auch weniger Damage durch Flugabwehr, wenn man halt diesen Dive macht.
Oh, jetzt bin ich gerade gespannt. Wie wendig seid ihr? Ja, sie sind schon wendig. Das muss man ihnen lassen. Okay, aber was passiert, wenn man einen Angriff fliegt und den halt nicht fliegt, ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist jetzt gerade für die Wissenschaft. Also wenn die Zeit ausläuft, gehen Flugzeuge zum Carrier zurück oder fliegen sie wieder nach oben? Okay, sie bleiben einfach dann in der Staffel und kehren wieder nach oben hin zurück. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Oh, da sind jetzt auch Jäger, also weg. Das war ein schöner Anflug, 1000 Schaden. Boah, da wird es halt so wichtig jetzt auch für die Carrier, dass die Flugabwehr halt gefickt wird von den anderen, sorry für den Ausdruck, zerstört wird von den anderen Schiffen, wie ich jetzt auch gerade bei der Zau ein paar Geschütze rausgeballert habe. Ah, nice, okay. Dieser erhöhte Schaden der Flugabwehr durch die automatische Flugabwehr eben nicht besser wird. Eben nicht zu sehr besser wird. Hi, warum hast du denn noch Jäger? Was soll das denn? Bin noch sehr gespannt, ob Jäger immer angegriffen werden können von Schiffen. Aber ich vermute mal ja. Da habe ich jetzt noch nicht so viel lesen können. Junge, meine Mitwehr hat wirklich ein Wenderadus, der seinesgleichen sucht. Ich finde es auch sehr schade, dass hier keine Speed-Anzeige mehr ist. Ich sehe jetzt gar nicht, weil man kann auch abbremsen hier. Man kann abbremsen, man kann nicht mehr beschleunigen, aber man kann abbremsen. Stimmt, warum muss er den Aufbremsen-Modus? Such hier den Carrier, aber ich sehe ihn ja nicht. Und jetzt seht ihr den weißen Balken hier unten. Ich habe 30 Sekunden reserviert, also die sind da. Da kann ich machen, was ich will. Ob ich die jetzt haben will oder nicht. Es ist echt knifflig. Was machst du schon wieder, Autopilot? I love it. Wer hier auf Ernst macht. Ja, ja, kriegst du doch schon. So, werden Jäger angegriffen von ihr? Ja, die Jäger werden... Oh, aber auch irgendwie von mir angegriffen. Ja, gut, okay, aber ja, die Jäger werden angegriffen. Das ist krass, beim 1 gegen 1 gegen Carrier braucht man echt diesen Aufklärungsmodus. So, kurz sind sie noch. Schießt! Das Raketen brauchen immer so ewig. Oh, das war aber schöner Schaden. Okay, klar, hier sind jetzt Jäger. Setzen wir mal auch aber meine Fighters mal. Ich glaube nämlich, die spotten nicht mehr. Weil, ja, man sieht es gerade, die spotten nicht mehr. Gehen wir mal kurz runter. Ja, man ist halt wirklich, wirklich wendig. Ja, das wird jetzt kein so traumhafter Anflug. Ja, aber ich komme mehr oder weniger durchs Deck durch. Ha, oh, okay. Ja, warte mal. Ich verstehe es. Ich dringe durch. So, jetzt bitte wieder Aufklärungsmodus. Hier sind Jäger. Scheiße, die haben mich jetzt gespottet. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die direkt, ja, die greifen direkt die Angriffsstaffel auch an mit an.
Im Aufklärungsmodus sind sie halt auch einfach mal ein bisschen langsamer. Das ist ja klar, da bewegen sie sich eben nicht mehr mit Topspeed. Bedeutet aber eben halt auch... Okay, mir fällt aber gerade auch auf, was das für ein Riesenproblem verursacht. Das verursacht ein wirklich, wirklich großes Problem. Warte mal ganz kurz, ich will nur ganz kurz angucken, ich habe ja auch eine Flugabwehr. Und okay, ich sehe halt nicht, ob irgendwo der automatische Bereich irgendwo anders. Man sieht auch nicht, ob die manuelle Flugabwehr an ist. Ich drücke O und da keine Ahnung. Das sorgt für ein Riesenproblem. Nämlich folgendes. Mir fällt das jetzt gerade erst auf. Und das hätte mir auch ein bisschen früher einfallen können. Ich glaube aber dafür ist es... Okay. Folgende Sache. Es macht... Also. Diese Changes. Diese Changes sorgen für ein paar, meiner Meinung nach, wirklich Probleme, auch für gute Sachen. Folgender Punkt. Fangen wir mal mit den, keine Ahnung, nicht so großen Sachen an. Fangen wir mal mit den Überwasserschiffen an. Dass die Flugabwehr stärker wird, wenn das Schiff Schaden macht an Carriern, nicht mal wenn es angegriffen wird, das reicht schon, wenn es Schaden macht an Flugzeugen, nicht Carriern. Finde ich, ist eine gute Sache, weil es war halt wirklich so, man konnte sehr gut die Schiffe separieren, man konnte sie sehr gut einzeln angreifen und wenn das Ding keine Flugabwehr hatte, hatte es keine Flugabwehr. Allerdings habe ich auch gerade bei der Schliefen gesehen, die von dem anderen Carrier gefahren wurde und geflammt hat, dass ich keine Jäger setze, wo ich mir so denke, warum soll ich es tun, dass trotzdem die Schliefen da Probleme mit hatte und halt auch gut angegriffen wurde. Und halt gut Schaden bekommen hat. Das ist so auch noch mein Punkt. So. Also mal schauen, wie sinnvoll das dann ist, um halt eben Schiffe wie Yamato, Kurfürst, Preußen und eben halt auch Schliefen von ständigen Carrier-Angriffen zu retten, ist. Wird man sehen. Das muss man, glaube ich, wirklich denn. Eher so sehen, weil die Schliefenin gerade wurde. Sie wurde allerdings nicht gekillt und ich glaube, es war dann echt schwer für die Midway, die am Ende noch gut zu spotten. Deswegen mal schauen. Ansonsten das mit der manuellen Flugabwehr. Ich habe es gerade bei der Midway versucht. Ich habe es nicht gesehen, ob ich es jetzt angemacht habe oder nicht. Keine Ahnung. I don't know. Finde ich aber cool, dass die DFAA auf jeden Fall das Ganze auf 7 Kilometer erhöht. Das ist auf jeden Fall wirklich praktisch. Gut. So. Carrier, mein Fazit, folgende Sache. Die Flugzeuge bewegen sich immer mit Topspeed im Reisemodus. Ist geil, um halt schnell Speed zu über, um halt schnell Entfernungen zu überbrücken. Keine Ahnung, wie das bei Superschiffen funktionieren soll, weil die dann fließen ja einfach durch die Gegend. Das wird sich zeigen. Man kann damit halt wirklich sehr, sehr schnell Entfernungen überbrücken, wenn man jetzt einen guten DD-Fahrer in der Runde hat, der die ganze Zeit die Schiffe spotten kann. Holy moly. Das ist übel. Diese Kombination ist echt stark. Also dann werden, ich glaube, dann wünschen sich die Leute die alten Carrier zurück. Wenn das funktioniert, wenn ihr in der Divi fahrt mit einem Carrier und einem guten DD, heiliger, heiliger, wirklich, ich sag's, wie es ist, das wird richtig übel. Das kann richtig übel werden. Und weil ihr habt denn diesen Bonus als Carrier davon, dass eure Flugzeuge immer Topspeed sind, meistens nicht angegriffen werden können. Dann haben sie ja diesen kurzen Dive-Moment, wo sie weniger Schaden durch die Flugabwehr erhalten und dann halt gut angreifen können. Das kann sehr stark sein. Mal gucken. Also meiner Meinung nach ist es das auch. Alleine Carrier zu spielen wird jetzt lustig werden durchaus, aber ihr habt ja noch den Aufklärungsmodus. Kommen wir jetzt nämlich auch zum Aufklärungsmodus. Finde ich ganz cool, die Mechanik, auch dass man daraus angreifen kann, aus diesem Aufklärungsmodus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Es sorgt allerdings, aufgrund dessen, dass eure Flugzeuge nicht aufgeführt werden, für ein großes Problem, was ich jetzt sehe. Ich habe gerade ganz gut Schaden gemacht, das lag aber meiner Meinung nach, glaube ich, vor allem an den Torpedobombern und am Ende ein bisschen an der Midway, die ich gut farmen konnte. Wenn man mal kurz guckt, da habe ich nochmal 20.000 Schaden gemacht. Das war nochmal ganz einfach, aber hier, ihr seht es schon, 35.000 Schaden mit den Top-Bombern. Die Bomber haben kaum Damage gemacht, weil sie abgeschossen wurden. Die Bomber brauchen am längsten zum Schiff. Sie müssen ja über dem Schiff direkt sein. Die Schlachtflugzeuge und die Torpedobomber brauchen
Sie droppen mir aus größerer Entfernung. Und da sehe ich ein großes Problem, vor allem für solche Bomber wie diese Dive-Bomber. Auch die britischen Bomber, auch die deutschen Bomber. Welche gibt es noch? Auch die japanischen Bomber, die hatten ja sowieso schon immer Probleme. Erst recht bei sowas wie den deutschen und den Japan-Bombern, die halt einfach nicht viele Bomben haben. Ich habe mit der Midway schon jetzt kaum Bomben getroffen. Aber vor allem diese Carrier werden riesige Probleme bekommen. Obwohl. Na, obwohl doch, doch, sie werden große Probleme bekommen. Sie brauchen ja trotzdem die Zeit, um. Oh, das ist schwierig. Das kommt auf den Angriffsmechaniken an. Also, was mein Punkt ist, nämlich: erstens, die Flugzeuge werden nicht ersetzt. Zweitens, die Flugzeuge haben keinen Motorboost mehr im Angriff. Bedeutet, die Entfernung, die sie in der Flugabwehr zum Schiff zurücklegen müssen, um anzugreifen, wird viel größer. Bedeutet, Flugzeuge wie so eine Worcester, Houston, wer kennt sie nicht, Austin, Minotaur, Harland und so weiter, die sind noch stärker, was ja per se nicht schlimm ist. Aber die schießen die Flugzeuge halt, da wird kaum noch eine Staffel durchkommen. Diese Schiffe werden jetzt wirklich mehr oder weniger unverwundbar gegenüber Flugzeugangriffen. Ihr könnt sie nicht angreifen, weil ihr nur diese drei Flugzeuge habt und die werden angegriffen und sie können nicht schnell hinfliegen. Klar, wenn diese Schiffe offen sind, könnt ihr sie aus dem Reisemodus aus angreifen und diese 3 Sekunden oder sowas, was dieser Sinkflug ist, da habt ihr ja dann eine verringerte, ne? Da kriegt ihr ja weniger Schaden. Aber trotzdem, dafür müssen sie erstens offen sein und zweitens, ihr werdet auch da Flugzeuge verlieren. Das sehe ich kritisch. So, und was ich jetzt meinte auch mit den Bombern. Die japanischen Bomber haben einen ganz strangen Anflug, sage ich mal. Und sie greifen ja vor allem auch Schlachtschiffe an. Dieser Anflug erfolgt sehr von oben und die bewegen sich kaum nach vorne, wenn sie angreifen. Bei den amerikanischen Bombern ist das so. Die haben ungefähr so eine. Also die Divebahnen sind anders. Mal sind sie so, mal ist es aus dem Winkel, mal ist es wirklich mehr oder weniger von oben, wie zum Beispiel bei den deutschen Schiffen, bei den deutschen Bombern. Trotzdem, vor allem Dive-Bomber werden riesige Probleme kriegen, meiner Meinung nach. Ich glaube nämlich, dass diese Bomber-Typen kaum noch gut einzusetzen sind. Schlachtflugzeuge und vor allem Torpedobomber werden sehr stark werden. Torpedobomber wegen den Heel, Schlachtflugzeuge, weil sie halt einfach aus meistens der größten Entfernung schießen können. Lassen wir mal die Springbomben außen vor, deswegen, die werden auch sehr stark werden. Deswegen sind, glaube ich, auch diese Carrier nicht drinne. Sowas wie diese Springbomben sind nicht drinne, weil die halt sehr stark bleiben. Alles in allem bin ich ehrlich, russische Flugzeugträger werden und auch Supercarrier mit ihren taktischen Staffeln werden durch diese Änderung noch OP-er. Ich konnte es jetzt noch nicht spielen, aber wenn man auf diese Änderung noch OP-er und normale Carrier werden noch schlechter. Und ich glaube nicht, dass das ist, was Wargaming erreichen wollte. Weil die russischen Flugzeugträger mit allen Flugzeugen gleichzeitig angreifen. Ich weiß nicht, wie sie es handhaben. Ob sie es dann doch jetzt ändern, dass sie dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Carrier wegnehmen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und halt auch den Supercarriern. Ich glaube, sie sind nicht ohne Grund hier gerade nicht drinne, weil. Wie willst du es machen? Wie willst du das machen? Die Bretter mit 346 Knoten hier durch die Gegend, ich. Na, steht sie vielleicht schon drin? Was? Lucky ist nicht mal drinne. Lucky ist nicht mal drinne. Hier steht noch, dass sie mit allen Flugzeugen angreifen würden. Das ist wild, dass die Lucky wirklich nicht mehr drin ist. Wahrscheinlich ist die, ja, die alle Carrier, die nicht dabei sind. Oh, so viele sind es ja nicht, sind ja nur ja, Deutschland und Russland. Sind nicht mal drinne gerade. Ich sehe noch Probleme, die ich gerade erklärt habe. Ich finde auch durchaus, es sorgt für Lösungen auch. Vor allem das mit der Flugabwehr finde ich sehr, sehr gut. Dass die Schiffe, wenn ihr sie öfters angreift, eine bessere Flugabwehr kriegen. Sehr, sehr geil. Aber ich weiß nicht. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht damit einfach schon reichen würde. Naja,
Ihr habt euch jetzt hier fast eine Stunde dieses Video angesehen. Es war aber auch klar, dass es stark werden, dass es lange werden wird. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Aber es ist eben halt auch nun mal ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt dann noch über die Zeit. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Mal schauen, wie es wird. Da bin ich sehr gespannt. Ich sehe noch große Probleme, dass eben manche Carrier sehr, sehr OP werden. Dass manche Carrier sehr, sehr schlecht werden, vor allem mit bestimmten Flugzeugtypen, die schon nicht so gut waren, die jetzt quasi meiner Meinung nach fast schon sinnlos werden. Ah, ich weiß nicht. Ich finde es cool, dass sie die Jäger wichtiger machen, also die Jäger allgemein, dass die halt auch Flugzeuge jetzt im Reisemodus angreifen können, falls der Reisemodus bleibt. Der Reisemodus kann auch sehr OP sein, zusammen mit einem sehr starken Zerstörer oder einem Radar, was die Schiffe halt einfach offen hält, dann könnt ihr mehr oder weniger, ne, so direkt angreifen. Ich sehe Probleme noch. Ich sehe immer noch Probleme, vor allem, was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet, sind solche Carrier wie Naki und die Supercarrier, die eben halt einfach sehr, sehr stark wären aus diesem Grund, weil eben viele Flugzeuge abgeschossen werden, weil eben eigentlich fast nie eine vollständige Angriffsgruppe durchkommt. Und ich weiß auch nicht, ob das Sinn der Sache war. Mal schauen. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Tschüssi.